Hallo, willkommen zurück. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Mein Schlechtkraft 8D. 5.9. Du müsstest so den Titel in Schlechtkraft 8D, aber du Let's Play Schlechtkraft 8D und dann nochmal einen Titel hinten dran. Ja, ja, genau, dann Let's mit dem neuen Minecraft. Soundsystem Dolby Anal 9.5. Round. Ach, wir haben da hinten gar kein Dingens gemacht, ne? Gar kein Wahrpunkt zu dem Tempel. Ach. Ja, das ist ja aber am Boot direkt. Brauch man nicht. Was war denn das nochmal? War Boot? Ja. Ja gut, so direkt da dran ist es jetzt nicht. Ich mach da mal einen hin. Bau gerade mal meinen Keller aus. So, wir haben im letzten Part, haben wir angeschnitten, zumindest ganz am Ende. Für die Leute, die nicht zu Ende geguckt haben, die können ja nochmal eben zurück zum letzten Part und sich einfach mal das Ende auch nochmal anhören. Da haben wir mal so grob angeschnitten, das Thema, was seht ihr oder was haltet ihr eigentlich von uns? Also wenn ihr so an uns denkt oder euch jemand fragen würde, hör mal, ey, der Sepp, was ist da eigentlich für dich oder der Titel oder der Mitchell, was stellt der für euch eigentlich dar? Denn, ne, vielleicht, ich will euch einfach mal gar keine Antworten vorgeben. Ne, ich denke mal, vielleicht haben einige auch schon im letzten Part dann drauf geantwortet. Dann müsst ihr ja nicht nochmal schreiben, das haben wir dann wohl auch schon gelesen, aber dann vielleicht auch mal an die Leute, die das nicht mitgekriegt haben, dann nochmal neu. Weil ja, das Ding ist halt, dass manche halt Fragen stellen, die uns neue Fragen aufwerfen. Wo ich mir dann zum Beispiel denke so, ey, wer bin ich eigentlich? Ja, ist der Mitchell auf einmal Systemadministrator von irgendeiner Seite, ne? Ja, richtig. Bin ich auf einmal Fachinformatiker oder bin ich Hardware-Spezialist und auch Berater? Und dann bin ich eine neue Suchmaschine, die wohl auch neuerdings dann immer genutzt wird. Da werden dann Sachen in PN-Form abgeschickt und dann von mir gesucht. Ich habe keine Ahnung, was die Leute sich da manchmal vorstellen. Und manchmal riecht mich das sogar echt so auf, dass ich da auch ein bisschen sauer drauf reagiere. Aber, ja, deswegen würde ich ganz gerne besonders von den Leuten mal erfahren, was soll das eigentlich? Also ich meine, was ist der Hintergrundgedanke da so? Und denkt euch so, ah, ich habe keinen Bock, das jetzt mal Google auszutippen, das frage einfach mal den Mitchell. Ja, wow. Oder denkt ihr, wir haben besondere Kompetenzen dadurch, dass wir Let's Playen? Ja, oder denke klar, wir befassen uns mit den Sachen, die wir halt auch brauchen, um aufzunehmen, aber das bedeutet noch lange nicht, dass wir eure Suchmaschine für irgendwelche Fragen sind. Ja, irgendwelche oder alles Worts wissen. Für Programme oder sonst irgendwas. Ja, zumal wissen wir nicht alles, sondern nur das Nötigste. Ne? Ich sagte jetzt nicht, dass das bei jedem so ist, aber bei uns, denke ich mal, ist das so der Fall. Also ich weiß im Grunde so gut wie gar nichts, ja. Ich weiß, wie ich aufnehme und das reicht. Der TT weiß im Allgemeinen auch schon nicht viel, das kommt halt noch dazu, ne? Ja, vor allem im PC-Bereich, da weiß ich nämlich wirklich nichts. Ich frage mich manchmal, also das sind besonders die meisten Fragen, gehen dann wirklich schon so ins Dreiste, dass ich quasi selber danach suchen müsste. Also ja, ja, ganz offensichtlich aber auch Fragen, wo man sich halt auch an deren Stelle denken kann. So, das ist quasi so wie, ey, Nigga, geh mal hin, such mal für mich. So, ey, das ist Laufbursche oder was, ey, verarschen, denke ich mir da manchmal so. Ja, aus dem Grund habe ich auch Google in meiner Videobeschreibung verlinkt. Hast du wirklich gemacht? Ja, natürlich, klar. Ja, was ist los? Richtig gut, Sepp, ohne Scheiß. Richtig gut. Dann ist, glaube ich, von Part 1 an ist das hier in der Videobeschreibung drin. Du bist so gut, ohne Scheiß. Ich komm gar nicht mehr klar. Erstmal den Google in der Videobeschreibung. Also ich hab dann auch manchmal, wenn mich jemand irgendwas voll Absurdes fragt, wo ich mir denkst so, ey, hallo, ich google da jetzt hier nicht rum für dich und mache mich dann selber noch schlau über irgendwas, was mich gar nicht interessiert. Dann schicke ich auch manchmal vor www.google.de. So gut einfach. Ey, das ist echt ein Pro-Sap, ohne Scheiß. Also mal ganz ehrlich, ich habe da auch schon so verdammt oft im Stream drüber gequatscht, ne? Wenn ihr irgendwas habt, besonders was PC-technisch angeht, so, dann kann ich nur für meinen Teil sagen, wenn ich einen neuen PC brauche, dann mache ich mich aktuell zu dem Zeitpunkt schlau. So. Weil ich einfach, keine Ahnung, ich weiß einfach von mir selbst, ich habe einfach schon ein gewisses Grundwissen, sodass ich mit
mancherlei Informationen dahingehend auch was anfangen kann. Sondern mache ich mich schlau. Das heißt, ich gucke mir Testberichte an und so weiter und so fort. Guck mir erstmal an, was ist überhaupt auf dem Markt. Hol mir Meinungen ein. Also da gibt's ja zu den ganzen, was weiß ich, zu einer Grafikkarte, kannst du ja auch zig Rezensionen angucken, durchlesen und so weiter und so fort. So, und dann kann man vielleicht noch gucken, kenne ich vielleicht jemanden, der sich in dem Gebiet wirklich richtig gut auskennt, der da auf dem Laufenden ist, der sich damit vielleicht sogar beruflich beschäftigt, so. So, da kann man dann nachfragen, aber sowas mache ich aber nicht immer. Sowas mache ich halt, wie gesagt, nur dann, wenn ich aktuell gerade dann auch interessiert bin. Das heißt, wenn ich einen neuen PC brauche. Das heißt, ich bin gerade einfach gar nicht auf dem Laufenden. Ich habe keine Ahnung, was sind momentan für Grafikkarten am Laufen, Neuerscheinungen, welche sind besonders gut. Alles Sachen, die man einfach nicht weiß, wenn man sich damit einfach nicht beschäftigt. So. Ja, das ist aber, der Ruben zum Beispiel, der Seekin, der hat auch so gemacht. Bevor der sich einen neuen PC geholt hat, da hat er halt, was weiß ich, zig GameStar-Berichte gelesen und da Berichte gelesen und dann war der halt auf dem neuen Stand irgendwann, ne? Ja, richtig, dann nimmt man sich mal einen Monat Zeit oder so, dann recherchiert man erstmal einen Monat, was für sich guckt man, da muss man nicht unbedingt jeden Tag reingucken, und wenn man halt mal Zeit hat, guckt man ein bisschen rum, guckt sich hier einen Testbericht an, da aber, tut sich ein paar Meinungen ein, so, und dann irgendwann festigt sich irgendwann eine Kategorie von Hardware, wo man sagt, ah, alles klar, das ist meine Wahl, das hole ich mir, das ist gut, das will ich haben. So, alles klar, ganz lang gut, CPU haben wir schon mal abgehakt. Dann gucken wir uns jetzt die nächste Woche erstmal Grafikkarten an. So, keine Ahnung. So, wenn man da gar keine Ahnung von hat und man versteht nur Bahnhof, wenn man sich so Sachen durchliest, dann geht er halt hin, guckt nach jemandem, der sich mit so weit auskennt und der nicht gerade Mitchell 88 heißt. Von mir aus den Sepp oder den CT ist mir aber egal. Aber der Sepp und der CT und der Mitchell, die kennen sich ja nicht aus. Also schließt sich das ja schon aus. So, also es gibt mehr als genug Hardware-Foren, wo ihr mehr als genug Informationen bekommt, falls ihr irgendwie, sagen wir mal, ihr habt jetzt ein bestimmtes Budget, sagen wir mal irgendwie, ihr habt jetzt 600 Euro für einen PC, für Einzelteile, bla bla, oder ich weiß ja nicht, manche kaufen sich ja einen Komplett-PC, andere stellen sich den lieber selber zusammen, so wie wir, also zumindest Michel und ich, weiß nicht, wie der bei PC aussieht. Ja doch, ich auch, hab ich auch gemacht. Ja, und da kann man dann halt sagen, ja Leute, ich habe so und so viel Geld übrig, was würdet ihr mir empfehlen, ich brauche den PC da und dafür, und dann kriegt ihr auch Sachen aufgelistet von Leuten, die sich damit richtig gut auskennen. Richtig, da könnt ihr nachfragen. Da sind wirklich Leute dabei, die machen das routinemäßig und die sind da auch, um sowas zu machen. Die haben da auch Spaß dran. Da kann man wirklich fragen, so ey Leute, wirklich, wie du selbst schon sagst, so ey, ich habe die und die Vorstellung, ich habe so und so viel Geld, was hole ich mir am besten? So, und dann dauert das, ne, wenn ihr Glück habt, dauert das nochmals einen Tag und dann wird da schon irgendwo eine Auflistung sein, dann werden sich Leute streiten, dann wirst du vielleicht nochmal abwägen müssen, gut, so, okay, der hat jetzt das gepostet, der hat das gepostet, dann suche ich mir jetzt eins davon raus, so, ne, das ist, oder man geht halt hin und wenn ihr wirklich aber auch mit der ganzen Materie überhaupt gar nicht klarkommt, ich meine, selbst guck mal, jetzt, das bringt dir ja nichts, wenn du im Hardware-Forum gehst und du hast aber allgemein, verstehst du sowieso nur Bahnhof, weißt du? Ja, schon, aber ja, ich mein, die erklären das dann schon einigermaßen. Ich habe das ja auch mal gemacht. Bevor ich angefangen habe zu Let's Playen, da habe ich auch gesagt, ja, ich habe 800 Euro, bla bla, ich brauche einen PC da und dafür. Und dann haben die mir das so zusammengestellt, haben gesagt, ja, wenn du das nimmst, das stimmt besser überein, weil darum und darum und hast du nicht gesehen. Und dann, ja, also ja, die haben das schon ordentlich erklärt. Ja, das stimmt schon. Aber ich meine, ich sag mal, gehen wir mal vom schlimmsten, ja gut, hört sich so blöd an, aber gehen wir mal davon aus, du bist vielleicht ein Mädchen oder was, du dann. Nein, pass auf. Ich wollte das noch weiter eingrenzen. Mein Gott, jetzt hör auf. Ich möchte jetzt weitersprechen, damit wir von dem direkt wegkommen. Du bist vielleicht ein Mädchen und bist in deiner Freizeit rund um die Uhr auf dem Bauernhof und du hast zum allerersten Mal gehört, dass es überhaupt Rechner gibt. So. Jetzt gehst du in so ein Hardware-Forum, da können die dir sonst was erklären. Da verschließt du sowieso nur Bahnhof. Ob die dann jetzt was erklären oder pengen. So meine ich halt. Du meinst im Grunde, wenn die sagen, kauf dir einen PC, dann weiß diese Person schon gar nicht, weil das ist so ungefähr, weil sie halt ja, gar nicht damit übertrieben vertraut ist. Gesagt, ja. Okay. Dann verstehe ich. Dann verstehe ich das nicht mehr. Pass auf, das ist. Ich meine halt so, dass man hat ja, jeder Mensch hat ja für bestimmte Sachen ein besonders gutes oder schlechtes Verständnis. Ne, da hatten wir auch schon drüber gesprochen irgendwann. Da hatte ich gesagt, so, ich habe einfach kein Verständnis oder für Physik. Ich verstehe das einfach nicht in vielerlei Hinsicht. Also so,
manche Sachen gehen mir einfach nicht in den Kopf, die kann ich mir einfach nicht vorstellen. So. Und und dann ist vielleicht jemand da, der kann das sich einfach alles gar nicht vorstellen. Und das ist so, ob du denen jetzt erzählst, ja, 1 GB Arbeitsspeicher, das ist voll geil, weil dann läuft Windows viel besser und braucht man ja auch gar nicht mehr so. Und dann kommt ein anderer und sagt, ey, immer auf, also 8 würde ich schon mindestens reinpacken, so. Ja, wem glaubst du dann jetzt, wenn du keine Ahnung hast? Ja, ich weiß, was du meinst. So, das meine ich halt. Und dann würde ich halt hingehen und sagen, ey, weißt du was? Das bringt mir eher alles nichts, und wenn ihr wirklich auf so einem Stand seid und echt keinen kennt, der sagt, ja okay, ich mach das für euch, also den ihr auch vertrauen könnt, so, dann geht einfach in den Computerladen und sagt, ey, ich brauch, dann sagt er den halt, was ihr haben wollt, und dann stellt ihr euch da irgendwas zusammen. Das wird dann vielleicht nicht unbedingt zwangsläufig dann das Beste sein, was man vielleicht aus dem Geld hätte rausholen können. Ja, da ne? brauchst du als Bauernhof-Mädchen aber auch nicht. Brauchst du als Bauernhof, aber auch Mädchen auch nicht, ne? Nee, aber ihr wisst ja, also du weißt ja, wie ich hab, oder ihr wisst ja, wie ich hab meinen, ich denke mal, das ist auch in Ordnung, so, ne? Für alle anderen, ne? Am besten selber schlau machen, so, und ein bisschen mehr Zeit reinstecken, als ich will mal eben schnell einen hier zusammenstellen. Das wird nämlich in der Regel nicht funktionieren. Zumindest nicht mit einem guten Ergebnis. Also ich habe mir für meinen schon echt viel Zeit genommen, so, muss ich sagen, also, der ist ja jetzt auch schon 3 Jahre alt, und ich wurde auch letztens noch gefragt, wie ich überhaupt mit der Hardware und mit so einem alten Rechner überhaupt immer noch das alles machen kann, was ich jetzt mache. Und das frage ich mich manchmal ehrlich gesagt auch. Wie ich immer, ja, jeder holt sich ja jedes Jahr einen neuen Rechner, weil er dann wieder an seine Grenzen gestoßen. Und ich denke mir so, ja. Also sind so Leute, die formatieren, glaube ich, nie ihren PC. Das macht nämlich auch wirklich was aus. Erstmal das, oder die holen sich irgendwelche Atelco-Fertig-PCs für 400 Euro oder was, wo dann irgendwie, weiß ich nicht, weißt du zum Beispiel, dass früher die ASRock-Mainboards richtig scheiße waren, ne? Das war so quasi fast schon No-Name. Und da ist ja da so ein, also mittlerweile sollen die ganz gut sein, habe ich gehört. Die haben sich wohl echt gemacht, also habe ich nur gehört, ich kann es nicht sagen, ob da wirklich so was dran ist. Keine Ahnung, und wer sich sowas da reinbaut, da waren dann halt, war halt eine gute Grafikkarte drin, und dann gehen die halt hin, die Leute, die das halt vermarkten, solche Komplett-PCs, und die posaunen dann natürlich die krass, boah, da ist hier voll die Ultimo Extrem Scheiß Kack Grafikkarte drin, da ballert euren Rechner voll in andere Universum rein und bla, und dann könnt ihr alle Spiele voll rumspielen und bla mit niedrigsten Einstellungen. Ach Quatsch, mit niedrigsten Einstellungen. So, und dann hast du dann besonders empfehlen. Ja, im Endeffekt hast du dann einen Rechner mit einer richtig guten Grafikkarte drin, mit scheiß Mainboard, mit zu wenig Arbeitsspeicher, mit so No-Name-Scheiß drin, mit Mittelmaß-CPU und einem gerade grenzwertigen Netzteil, was irgendwie auch nicht gerade so sonderlich leistungsfähig ist, so, und dann ja, und dann sitzt du da und denkst dir, geil, ich habe eine geile Grafiker, ich habe voll den geilen Rechner, weil die das halt so nach außen hin halt so darstellen. Das machen die Leute halt beruflich. Das können die halt. Dafür werden die bezahlt. Die werden dafür bezahlt, dir den allergrößten Scheiß zu verkaufen. Kostet, wattet wolle und egal wie. Ja, so ist das halt. Deswegen bei mir ist halt immer so, ich habe dann auch, wenn ich mir halt mal einen neuen PC geholt habe, irgendwie, ne, also ich glaube, das war, bevor ich mir den geholt habe, habe ich nämlich auch noch bei Komplett-PCs rumgeguckt und habe mir da echt super viele angeguckt, und da war immer mindestens eine Sache, die mir einfach gar nicht gefallen hat, weswegen ich mir den schon gar nicht geholt hätte, ne, wie gesagt, weil sei halt Mainboard, sei halt der Arbeitsspeicher, die Festplatten, da war immer eine Sache Minimum, meistens eher sogar mehrere Sachen, wo ich gesagt habe, so, ne, das hole ich mir nicht. Also was ja auf jeden Fall stimmt, ist, dass man wesentlich günstiger davon kommt, wenn man sich die Einzelteile vom PC holt, anstatt sich direkt so ein Komplettpaket zu kaufen. Erstmal ist es günstiger, und zweitens, du weißt auf jeden Fall, was da drin ist. Und warum das da drin ist. Ja, zumindest ist das meistens so, ne? Also, ja, also wie du hast. Ja, weil du hast oft, wenn du wirklich eine richtig gute oder seriöse PC-Anbieter hast, die machen manchmal schon ziemlich coole Angebote, wo du halt quasi eine Art Mengenrabatt kriegst fürs Gesamtpaket. Na gut, das weiß ich jetzt gerade nicht so.
Das ist aber eigentlich immer so. Du kannst auch, eigentlich kannst du auch hingehen, wenn du dir deinen Rechner so selbst zusammengestellt hast, kannst du auch hingehen und dann kannst du eigentlich auch immer noch was rausschlagen. Das ist zum Beispiel hier, ich habe jetzt hier meinen Rechner zusammengestellt für...